Willkommen zurück zu Unleashing of Chaos. Steve, was werden wir heute Abend machen? Das Chaos unleashen. Du wirst mich nach diesem Part hassen. Fliege schräg nach rechts unten. Das finde ich nicht gut, wenn du das so sagst. Das ist der Part, wo ich tatsächlich vor Wut sogar beim Selbstspielen den Entwickler beleidige. Nein, genau. Warte, nach unten rechts, schräg runter. Das ist die frustigste Stelle des Spiels. Zu dem Schloss da, oder was? Ja. Dieses komische Schloss Bambi, Bumbus. Genau, das Sommerschloss. Das Sommerschloss ist... Ja, viel Spaß. Finde ich nicht gut, wenn du das so sagst. Hey, cool! Weißt du, woher die Musik hier ist? Wehe, ja. Du weißt es nicht, Steve. Ich weiß dann es muss... nicht, was für eine Musik hier war. Dann das gehst du nicht... jetzt... Nein, Steve, dann gehst du jetzt gefälligst dahin. Ich hab grad du gehst jetzt im Maker, genau, gehst einfach im Maker und guckst nach, was das für eine Musik ist. Du Arsch. Ich möchte dich so nicht. Weil das echt total fies ist. Also wenn du die Musik nicht kennst, dann wäre das echt ziemlich böse. Und ich finde es eigentlich echt cool, dass Marshall Sonic die in dem Spiel hier verwendet hat. Warte. Ich mach mal bei mir. Ja genau, den kurzen Augenblick, den wollen wir Steve auf jeden Fall mal einräumen. Dass er mal bitte schnell nachschaut. Alle anderen werden es natürlich schon längst in die Kommentare geschrieben haben. Und ich werde es dann natürlich auch gleich sagen. Beziehungsweise Steve wird es wahrscheinlich einfach im Maker lesen. Außer natürlich Marshall Sonic hat die Datei aus irgendeinem anderen Spiel und hat den Namen deswegen verändert. Oder hat den Namen halt verändert, weil... Warte kurz, ich muss... So. Zack, zack. Kriegst du es hin, Steve? Warte. Ich sterbe grad. Leute. Weil dein Computer, der neu aufgesetzt ist, immer noch rumzickt. Nein, weil ich mach das Spiel einfach gerade selbst auf. Dadurch war das Spiel super laut gewesen. Genau, du kannst natürlich auch einfach selbst nach Schloss Barados. Schloss Garados. Garados genau. Wäre viel cooler. Vielleicht gibt's weißt irgendwo was Garados. Weißt du, was das Lustige ist? Ich stehe gerade vor Hanuta. Ja, ist doch perfekt, ne? Genauso wie ich gerade eben. Ja. Oh mein also Gott. Los, flieg dahin. Oh man. Ich habe keine Lust auf dieses Schloss. Es ist einfach so schlimm. Aber flieg vorsichtshalber schon mal hin. Und dann hörst du dir mal kurz die Musik an. Wir sind mittlerweile schon wieder 2 Minuten, ja? Das ist so ganz klassisches, direkt am Anfang des Parts erstmal rumstehen. Ich kenne die Musik, ja. Oh aber du kannst sie nicht zuordnen, oder? Oh Gott. Das nutzt auch fast jedes Maker-Spiel, diese Musik. Ernsthaft? Die ist ziemlich gut, die Musik. Die habe ich auch ganz oft schon gehört. Das ist Zelda. Zelda. Ja? Das ist Zelda. Was für Zelda? Und zwar ist es, warte. Zelda 3, wo Link unterwegs ist, um Zelda zu retten, ganz am Anfang. Das ist halt einfach die Musik in der Schattenwelt. Das ist die Musik in der Schattenwelt, die hörst du ganz am Anfang gar nicht. Ganz am Anfang, die Musik ist eine andere. Okay. Das ist die Musik in der Schattenwelt. Die läuft die ganze Zeit, wenn du in der Schattenwelt in der Oberwelt bist. Da warst du noch nicht. Ja. Wie weit hast du denn das Spiel gespielt? Das ist nach dem dritten Dungeon, Steve. Soweit habe ich das Spiel nicht gespielt. Oh Mann, ey, du Banause. Das muss ich noch nach. Du willst den Leuten ja was über Game Design erzählen. Psst. Also gut, Elden hat etwas zu sagen. Nämlich, es wäre durchaus möglich, dass wir hier einen Anhaltspunkt zu Leiders Aufenthalt finden. Bitte liest ihr durch Anhaltspunkt. Ja, einen Anhaltspunkt suchen wir. Okay. Ich finde ja, dass du mal wieder sehr mutig bist, Alan. So, nun lass uns einmal da hineingehen. Aber nur einmal, nicht zweimal. Speicher mal. Hier kann man wieder looten. Ja, das wird der einzige Ort im Spiel sein, wo du 9 Kronen hast. Guck mal, da hinten ist ein Soldat. Ja. Das ist bestimmt so ein komisches Rätsel, wo wir nicht gesehen werden dürfen. Geh einfach mal zu den Soldaten und nein, ich werde erstmal looten, Steve. Okay, was ist denn hier los? Diese Wachen haben extrem verschlossene Helme. Was? Was zum Teufel labert Helen schon wieder? Das heißt, sie können nur direkt geradeaus sehen. Wenn wir das ausnutzen können, dann können wir uns sicherlich irgendwie durchschleichen. Oje, das wird ein hartes Stück Arbeit. Was die wohl mit uns anstellen, wenn sie uns erwischen? Sie werden Jagd auf uns machen. Vielleicht entwischen wir ihnen, wenn wir die Etage wechseln. Können wir es nicht einfach durchklatschen? Wahrscheinlich haben diese Wachen keine Ahnung, wie wir aussehen. Sie werden uns bestimmt nur hinauswerfen. Okay, dann mal los, Freunde. Ja, natürlich musste dieses Feature aus Vampire Stone 2 übernommen werden. Ja gut, das ist... Das beste Feature des Spiels. Und wir müssen dann noch eine Sidequest erledigen. Und zwar gibt es auch hier diesen Ring, den wir suchen sollen. Ja, gut, gut gemacht. Ich lasse dich erstmal ein bisschen machen.
Und sobald du verzweifelt bist und bettelst nach einer Lösung, sage ich dir, wo du hin musst. Es wird auf jeden Fall giga anstrengend. Ja, natürlich, diese Stelle ist so dumm. Das ist so geil. Ja, du kannst in diesen Raum da rein, nur um ihn zu looten. Guck mal, das sind 100 Goldstücke, da haben sich die Strapazen doch ganz schön gelohnt. Wird der Spieler immer wieder aufs Neue belohnt. Und natürlich gibt es Sackgassen, wo dann Leute rumstehen, die einfach starr gucken, sodass du auf jeden Fall erwischt wirst. Naja, klar. Wie gesagt, wie in Vampire's Dawn, ne? Ja, nur was in Vampire's Dawn etwas logischer Begründung gewesen waren halt Skelette. Ja, und so ein Skelett kann vielleicht dumm sein, aber was? Er hat so ein enges... Ja, sein Helm, ja, ja, genau, sein Helm ist so eng, ja. Warum baut man denn solche Helme? Das ist doch Bullshit. So, wenn du jetzt zum Beispiel erwischt wirst und noch schnell schaffst, die Treppe hochzugehen, dann ist quasi... verfolgen sie dich nicht mehr, dann hast du es quasi geschafft. Mhm. Aber dadurch, dass die Wachen nur stur und starr geradeaus gucken können... Ach Gott. Hier geht's schon los. Vor allem, du stehst direkt vor dem Vollidiot, ja? Du kannst auch neben ihm stehen und jetzt looten. Ja, ja, das sehen sie nicht. Alter! Du kannst ja auch speichern, nur nebenbei, ja? Solltest du mal zwischendurch, kannst du auch mal speichern, um dir so ein bisschen das Leben zu erleichtern. Vorsicht, wir wurden entdeckt! Lauf weg! Mist, man hat uns gefangen! Das war nicht gut. Wir dürfen nicht aufgeben. Ich dachte aber... Nee, ich geh nochmal rein. Laden ist mir jetzt gerade mir auch zu anstrengend und ich will nicht auf den Titelbildschirm, weil mich die Musik dort so extrem anstresst. Ja. Schauen wir mal hier nach oben. Warum? Warum habe ich das jetzt gemacht? Wir schauen uns mal hier unten weiter um. Ich stehe direkt vor mir. Okay, das war jetzt einfach nur dämlich von mir. Digga, wenn ich dann nach oben gehst, dann... Ah, hast du wohl nicht geschafft. Ist egal. Du verstehst jetzt, was ich meinte mit viel Spaß? Naja, komm schon. Das einzig Nervige ist, dass er jedes Mal seinen Monolog halten muss. Ja, und ich musste da zweimal rein, weil ich nicht die Sidequest hatte und deswegen eine Truhe noch nicht rumstand. Naja, wir suchen also nach einer Truhe, ne? Suchen nach einer Truhe für eine Sidequest, ja. Und noch nach einem Anhaltspunkt. Ich mache hier gerade mal schon mal Mega das Schloss auf. Ich dachte jetzt schon nur mal was. Achso, ja, jetzt schon nicht hier. Wenn ich dir sagen kann, wo du hin musst. Ja, mach das mal. Und suche ich gerade mal eben, wo ist denn die... Du kennst mich ja, ich stehe mich ja sowieso wieder maximal dämlich an, ne? Du, pass auf, hier nehme ich dich nicht übel. Das ist, wie gesagt, mein Ernst, ist das hier einfach alles nur Abfuck. Ja, also wirklich dieses... Also, ich war ja auch richtig genervt gewesen, muss ich sagen. Das Gebiet hier ist auf jeden Fall äußerst interessant, muss man schon so sagen. So. Ach, verdammt, jetzt wurde ich schon wieder erwischt. Looten, 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 looten. Hier ist nichts drin. Schade, okay, gut. Habe ich zumindest diesen Raum noch gesehen. Du bist aber auf jeden Fall, das kann ich ja schon mal sagen, gerade auf dem richtigen Weg, wenn du nach rechts gehst. Also wenn du quasi vom Ausgang, also vom Eingang aus gesehen nach rechts gehst, ist der richtige Weg, um zum Optionalen zu kommen. Meinst du jetzt hier die Treppe hoch, oder? Nein, nicht Treppe hoch, muss nach links. Das war ja so gesehen meine Frage, genau. So, nimmst du quasi hoch. Ja, genau, Vorsicht für den dort, damit die hier nicht erwischen. Und dann musst du jetzt quasi... Warte, ich schau wieder nach. Genau, jetzt muss es nach oben hier, ne? Und jetzt quasi immer nach links. Oh Gott. Das hier Speicher, ist auch, das, Speicher vielleicht auch mal zwischendurch. Das, ne? Also, ja, okay, das bringt jetzt auch nicht so viel, weil das hier ist auf jeden Fall ein Abfuck-Typ. Ja. Auch wenn es ein Abfuck-Typ ist, der scheinbar nicht nach hinten gucken kann. Nee, nee. Er hat doch ein enges Visier. Mensch. Ich hab trotzdem keinen Bock, zu diesem komischen Fass da oben zu gehen. Dafür ist mir die Belohnung. Dafür ist mir die Ich hab gerade, pass auf. Das ist der einzige Ort im Spiel, wo du nicht. Schnell, lauf nach links, lauf nach links. Lauf nach links. Nach links. Verdammt. Da quasi. Ich kann auch meinen Spielstand lernen, Steve. Dann muss ich mir die Musik im Startbildschirm mal kurz antun. Also. Ich vergesse jedes Mal, dass ich im Spiel einfach das 12 drücken kann. Ja, ihr musst jetzt eigentlich genau immer nach links jetzt durch.
Ja. Oh Mann, das ist so ein Abfuck-Soldat, ey. Ja. Geh hier nach links durch und die Treppe hoch. Ja. Hat nicht so wirklich funktioniert. Mhm. Ich denke immer, es ist einfacher mit den Speichern hier, ne? Deswegen ist es so. Geh, ich lauf. Gott, wer hat denn diesen Typen dort eingestellt? Ja. Ich hab ein paar Mal geschrien. Das solltest du aber nicht tun. Geschrien? Ja, glaub nicht, weil ich dich pisst gewesen war. Oh Mann, ey. Ich hab Martin Sonic beleidigt. Ja, keine Sorge. Ich hab's irgendwie geschafft, durchzukommen. Speichern. Auf jeden Fall. Gut gemacht. Das kannst du sogar looten schnell. Oh Mann, ey. Ich bin... Gut gemacht, Leute. Das ist nach links musst du hier wieder, ne? Okay, gut, ja. Scheiß auf die Truhen dort oben. Das ist mir ehrlich gesagt ein bisschen zu anstrengend. So. Das ist wieder so ein Typ, der kann zum Glück nicht da vorbeigucken. Was? Oh, verdammt. Du musst aber schon auf da die Treppe hoch, ja? Jetzt musst du den Typ nur irgendwie ausweichen. Das hat logischerweise nicht funktioniert. Aber das ist kein Problem. Du weißt ja genau, wo es ist. Und du weißt aus dem Schrank, was zum Looten ist da. Wo? Oh. Nein, der obere quasi, der jetzt links, der hingegangen ist. So, Loote, speichern. Nein, du warst schon richtig. Ich weiß auch nicht, warum. Du hast das gerade getan. Weil es spät ist und weil ich irgendwie ein bisschen out of control bin. Mann, dieses Spiel hier, das Chaos ist einfach nur ein Fessel, Steve. Nein, rechter Schrank. Alter, was für ein Schrank? Genau, speichern doch einfach mal. Junge Mann, so. Mach mal keinen Stress hier, sonst muss ich auch anfangen zu schreien, ja? Potion erhalten. Ja, das hat sich doch gelohnt. Super, gleich speichern, eine Potion bekommen. Top. So. Der wurde auch ziemlich fies positioniert. Yeah. Ein wahrer Margin Sonic Soldat. So, willkommen in Etage 2 auf der linken unteren Seite. Und zwar musst du. Ah ja. So, und so musst du jetzt. Oh, du Maru, bist du denn gerade? Ja, willkommen auf Etage 2. Steve hat keine Ahnung, wo wir sind. Warte, dann muss ich mal schauen, wo du gerade bist. Ich will mal gucken, ob der hier zu statisch dasteht oder nicht. Bist denn du gerade? Nein. Du bist da, wo ich auch war. Da bist du falsch. Ja, ich merk schon. Du hast mich extra hierher gelotst, du Troll. Ja, lass dich einmal rauswerfen. Ich lass mich nicht rauswerfen, ich gehe wieder zurück. Ich muss mal kurz schauen, Vorsicht, wir wurden entdeckt. Dann lass ich mich eben jetzt rauswerfen. Also doch die Treppe hoch, ne? Warte, nein. Ich muss noch ganz kurz gucken. Ah, okay. Das ist es, 20. Steve, ich werde wohl oder über die Treppe hochgehen müssen. Es ist nicht so, als ob ich eine große Wahl hätte. Okay. Ich schaue nur gerade kurz was. Wo genau hin muss. Ich verfolge gerade ein bisschen die Teleporter gerade im Maker. Ah, okay, gut. Zu der Treppe musst du. Also, wenn du im okay, da musst du hin, okay. Wenn du ins Schloss reinkommst, musst du nämlich links gleich gehen. Ich bin jetzt gerade irgendwo unterwegs. Ich habe keine Ahnung, wo. Ja, wenn Loot erstmal bist du quasi erwischt, wirst du ungefähr. Das Looten ist mir ehrlich gesagt gerade auch völlig Latte. Loot wäre gerade ein bisschen bei. Ich kann dir sagen, du bist Ruhe. Ja, und zu der musst du hin. Aber hier kommst du nicht von der Seite aus hin. Lass dich jetzt einfach wieder erwischen. Es geht echt schneller. Wow. Ich habe keine Ahnung, wovon du gerade redest. Das geht. Wir bekommen einen Ring. Ja, super. Super, top. Du hast gerade die Sidequest gelöst. Gratulation. Are you kidding me? Du hast halt die Sidequest. Du kommst von der Seite aus, Jan. Steve. So, du hast gerade die Sidequest. Und ich bin der Typ ohne Orientierung, der hier die ganze Zeit durch die Gegend peilt. Mann, ich war ja, man hat schon gemerkt, dass du im letzten Wort ein bisschen durch die Gegend gepeilt bist. Also ich fand, das ist alles nicht so schwierig zu sehen. Also ich habe zwischendurch sogar die Steuerungstaste gedrückt, dass ich ein schlechtes Gewissen bekomme, als ich ihn geladen habe, ja. Oh Gott, Steve, was bist denn du für ein Typ? Also in dem Let's Play, ja, da würde ich auch ein schlechtes Gewissen bekommen und es dann am Ende rausschneiden, ne? Aber... Ja, also... Okay, gut. So, jetzt musst du... Jetzt warst du bei gerade erwischt oder wie ist es? Nee, wieso? Ah, okay. Du musst jetzt von der Dings aus gesehen, bei der Truhe. Ja. Ja.
So, speicher bitte mal auf den Spielstand. Ja, okay, jetzt speicherst du auf einen anderen, ab jetzt auf einen anderen Spielstand, damit wir das sozusagen als Safe haben. Jetzt gehst du nach rechts. Ich hoffe, ich habe jetzt alles richtig gesehen. Ja, jetzt musst du quasi weiter nach rechts. Und dann hier nach oben. Hier auch weiter nach oben. Ja. Ich bin gerade so nervös, dass ich gerade sogar Magic-Karten mische. Schön. Solange du nicht irgendwelche Poker-Chips rausholst. Hey, sowas hasse ich, wenn das Leute machen im Hintergrund. Dann rumklacken mit Poker-Chips, bin ich gar kein Fan von. Keine Sorge. Und dann geht wahrscheinlich die Treppe hoch, ne? Genau. Gut, dass die Soldaten uns nicht sehen können, wenn wir schräg gegenüberstehen. Juhu, ich bin durchgekommen. Dann können wir ja mal gucken, ob wir irgendwas haben. Saphir. Also gut, da kann ich schon verstehen, weswegen man am Ende nicht alle Geheimnisse findet oder kein Vorteil. Ja, also das, also diesen Ort hier. Also hier ist es mir dann auch ein bisschen zu anstrengend, muss ich einfach mal so zugeben. Ja, ich sehe doch schon. Pass auf, du sollst einmal nach links gehen, da unten in dem Fass ist nämlich was drin. Ein Geheimnis. Mhm. Speicherst du hier oben bitte mal jetzt einfach ab wieder auf den Spielstand, jetzt haben wir es quasi wirklich geschafft. Wow, wir kommen in einem Part durch. Krass. Ja, ich stelle mich doch nicht so dämlich an, wie du denkst, ne? Ja, also. Ja, da kommen wir nämlich nicht hin, da müssen wir von der anderen Seite ran. So, pass auf. Was ist denn hier? Wollen wir es jetzt schnell machen, das hier oben, oder willst du dich hier groß umschauen? Soll ich direkt hinlotsen, wo du hin musst, oder willst du dich umgucken? Warte mal, ich will hier mal, wir haben sozusagen noch 10 Minuten in dem Part. Ja. Deswegen. Schau dich einfach mal ein bisschen um. Genau. Das ist gespeichert. Du willst auf keinen Fall erwischt werden halt jetzt hier oben, ne? Nach jeden Fall auf der Etage ist nämlich der Hinweis. Hier gibt es jetzt wieder random Loot, keine Ahnung, ich glaube 20 Gegenstände oder so. Ja, okay. So, und das willst du halt nicht. Ja, ist mir ehrlich gesagt jetzt schon wieder zu anstrengend, dann gehen wir mal in die andere Richtung, wenn das der richtige Weg ist. Ja, du musst nach links raus. Du musst nach links raus, habe ich gesagt. Ach so, ach, links ist auch ein Weg. Ja, das habe ich dann auch erst gesehen, durch wenn man draußen ist. Da links ist ein Weg. Ja gut, das ist genauso wie bei Vampire Spawn 2. Also warum wundern wir uns überhaupt, ne? Und hier ist der Hinweis. Es sieht wirklich 1:1 so aus wie in Vampire Spawn 2. Und Martin Sonic hat übrigens am Anfang abgestritten, dass ihn Vampire Spawn 2. Aber wirklich 1:1. Pass auf. Eigentlich soll man, du kannst denken, zu dieser Truhe musst du hin. Eigentlich sollst du auf jemand anders drum gehen. Warum tust du das? Ich dachte eigentlich, ich kann mich direkt neben ihn stellen. Ich habe ihn nicht angesprochen, Steve. Das Event ging automatisch los. Wow, okay, das ist ja Quatsch. Okay, pass auf. Eigentlich sieht das System vor, dass du jetzt um den kompletten Burggraben drumherum läufst. Einmal groß. Aber jetzt läufst du einfach durch schnell und sprichst die Truhe an. Einfach die Truhe ansprechen, hast du es geschafft. Okay? Ah, super. Nee. Ah, Mist, du wurdest gleichzeitig erwischt, euch wurde das ausgelöst. Okay, du musst es schneller schaffen. Ich habe es nämlich auch so gemacht. Warte, ich muss es ein bisschen anders machen. Ich krieg das schon noch hin, warte. Weil sonst müssen wir einen großen Umweg laufen. Nee, ich will es einfach nur so angenehm wie möglich machen und das werde ich schon irgendwie hinbekommen. Siehst du? Perfekt. Ich glaube, wir haben gerade unseren Hinweis auf den Aufenthaltsort von Leila gefunden. Jetzt wird's. Achte, er hat gerade gesagt, da ist ein Hinweis drin, ne? Was ist denn in der Truhe? Nichts! Siehst du? Aber hier ist ein doppelter Boden! Aber er hat doch gesagt, da ist ein Hinweis drin. Warum sagt er nochmal nichts? Hier haben wir etwas. Oh mein Gott, wir wurden von den Wachen erwischt und werden rausgeschmissen. Jetzt können wir diesen Zettel nicht mehr lesen. Wobei doch, er ist in einer Sprache, die ich jedoch nicht verstehe. Es sieht nach Koreanisch oder so aus. Wir müssen jemanden finden, der diesen Text dort übersetzen kann. Nun ja, ich wüsste gerade jemanden, der Sprachen lernt. Ausgerechnet Alex? Ja, falls ich jetzt wieder leiser geworden bin, dann keine Ahnung, warum auch immer. Es befindet sich ein Sprachlehrer in Thymian. Ich erinnere mich gerade nur an den Mathe-Typ. Mega. Mist, man hat uns gefangen. Perfekt. Ja. Dann geben wir noch den Quest ab, würde ich vorschlagen. Jetzt können wir noch die Quest abgeben, genau. Wir dürfen nicht aufgeben. Darauf muss man erstmal kommen, dass die Wachen einfach nicht verschwinden. Gut. Ja. So, welcher Stand war der Quest noch gleich? Schau mal einfach nach im Questlog. Ja, nutzlose Hauptaufgaben, so Nebenaufgaben, Engelstein, Bulgeat machen wir später, Barados, genau. Geh nach Schloss Barados und finde eine Truhe, in der ein Ring ist.
schön, wo soll man die abgeben? Danke, Spiel. Oh, ja, es wird einem ja nicht gesagt, wo man die abgeben soll. Oh Mann, ey. So ein Quatsch, der ist auf. Den gehen wir jetzt nach Thymian. Dann machen wir die Mainquest weiter nach Thymian. Und Thymian war wo noch genau? Hier, irgendwo? So, warte, ich schau mal gerade nach, wo Thymian ist. Oh, davon gibt es einen zweiten, da übrigens viele Quests, wo nicht dasteht, wo das ist. Und man sich jedes Mal denkt, Spiel, Wahnsinn. Nee, das ist wirklich Quatsch. Also es sollte auf jeden Fall irgendwie noch einen Hinweis geben. Am besten irgendwie noch Name der Stadt, Name des NPCs, Thymian, ich bin da. So. Steve, ich bin in Thymian. Ja, so und hier müssen wir jetzt mit jeder Person nochmal sprechen, damit wir den Sprachforscher finden. Das ist auf jeden Fall im Haus drin. Wir haben mit den Leuten noch allgemein schon gesprochen. Ach so. Achso, nö, deswegen, ich habe jetzt gerade verstanden, du musst jetzt nochmal mit allen Leuten sprechen, bis du ihn gefunden hast. Nein, wir sprechen jetzt, das ist auf jeden Fall, glaube ich, ein Mann. Oder? Hat er von einem Mann gesprochen oder nee? Alex hat einfach nur gesagt, er kennt jemanden hier in Thymian, der übersetzt, stimmt. Also da wurde jetzt kein Geschlecht näher definiert. Ich schaue mal parallel mit dazu, wo die Person ist. Vor allem, weißt du, das Problem ist halt, wir haben die Städte eigentlich erkundet und in einem guten Spiel, mit guten Charakteren, mit guten NPCs, würden wir jetzt sofort wissen, wer das ist. Weil wir eigentlich schon mal eine Sprache... Ja, eben, ich kann mich auch nicht daran erinnern, dass wir schon mal... Nein, die Person hat das jetzt einen Switch aktiviert sozusagen, dass sie jetzt quasi... Vielleicht im Inn? Im Inn wahrscheinlich nicht, oder? Nee, im Inn tendenziell eher nicht, immer scheint die Person ja hier zu wohnen. Das und muss in dem Spiel nicht viel bedeuten. Ja, stimmt, mit dieser Logik darf man hier nicht rangehen, ja, ich hab's vergessen. Wir gucken einfach erstmal hier nach unten. Ich erinnere mich daran, dass es hier doch irgendwo irgendjemanden gab. Das ist auch das Zeichen. Oh, ein Fremder. Hier ist auch hinweg der Schmuggler, der Zeug hat. Nicht hier in diesem Haus im Keller. Hallo, junges Mädchen. Ah, warte, hier müssen wir den Ring abgeben in Thymian. Wow, in Thymian müssen wir den Ring abgeben. Wirklich? Und zwar, ja. Und zwar in Haus 7. Und Haus 7, wie ist denn das hier nummeriert? Warte. Das ist Haus 1. Ich habe Haus 1 schon gefunden. Na, ein Lehrer, und der hat ein Facet. Ich glaube, ich habe ihn gefunden. Hey, was ist denn mit euch? Ihr seht etwas besorgt aus. Nun ja, ich suche meine Schwester und ich muss dafür eine seltsame Sprache verstehen. Wir haben diese Notiz hier gefunden. Zeigt mal her, ich verstehe viele alte Sprachen. Gerne, wir haben nichts zu verlieren. Zeigt her. Interessant, ja. Keine Ahnung, was für eine Sprache das sein soll. Es ist äußerst interessant, was hier steht. Ja, äußerst interessant ist das. Keine Ahnung, was da steht. Ja, was steht denn nun da? Ja, okay, ich denke mir jetzt einfach irgendwas aus. Hier steht, Ellen, treffe mich dort, wo du etwas Wichtiges verloren hast. Könnt ihr damit was anfangen? Etwas Wichtiges verloren hast? Na schön, ich denke mal, diesen Ort werden wir finden. Was? Steve, bist du noch da? Ja, das ist der Hinweis. So, jetzt müssen wir nach Haus 7. Ernsthaft, das ist der Hinweis, den uns Dankwart gegeben hat? Das ist der Hinweis, weswegen wir in dem Schloss waren, der uns so gesetzt wurde, weil wir das ja offensichtlich finden sollen. Ja, das ist cool, oder? Und zwar müssen wir nach oben in der Stadt, also auf der obersten Ebene, und da das große Haus, dieses riesige Haus. Das ist Haus 7. Das ist Haus 7. Und ich habe deswegen das damals auch nur durch Zufall gefunden, weil ich genau auch hier nach Thymian gegangen bin und da habe ich durch Zufall diese Person noch angesprochen. Das ist es nicht, das Haus? Nach ganz oben musst du. Naja, ich muss nur den Weg suchen und du weißt genau, wie schwierig das nach links immer ist. Jetzt nach links. Ja. Dieses Doppelhaus hier, da unten. Und das habe ich nämlich damals hier? Ja, genau. Und das habe ich damals vergessen zu looten. Und deswegen habe ich sozusagen, beziehungsweise halt ich mal vergessen, nach links zu gehen. Das habe ich ja schon mal angesprochen. Weil hier habe ich eine Sidequest verpasst. Und zwar diese Person dort links. Die will den Ring haben. Genau. Die sonnenverbrannte Frau. Die ist ja blass. Habt ihr meinen Ring? Ja, hier ist er doch. Siehst du ihn etwa nicht, du Dummchen? Dafür haben wir gerade mal 3000 EP nur bekommen. Mehr war es auch nicht wert. Aber na gut, dann würde ich vorschlagen, wir sind auf jeden Fall gespannt, was uns überhaupt noch so erwartet und ob wir unsere Schwester nochmal wiedersehen werden und wann wir endlich den König töten und bis zum nächsten Mal hier bei Unleashing of Chaos. Tschüss.